Hey Leute und herzlich willkommen zu der ersten Fanfiction. Heute werden wir uns mit Harry Potter beschäftigen, beziehungsweise mit fantastischen Tierwesen. Man kann schon gut sehen, worum es geht. Es geht um Newt und Tina. Und ich habe eine Fanfiction geschrieben und ich werde sie euch jetzt vorlesen. Also das erste Kapitel, also das Prolog. Und auf jeden Fall, um kein weiteres Video mehr zu verpassen, abonniert den Kanal jetzt. Und kostenlos natürlich auch. Und lasst ein Like da, damit ich sehe, euch hat das Video gefallen. Und damit fängt es auch schon an. Kapitel 1 Prolog. Newton Scamander war ein seltsamer Mann. Und war auch ein seltsamer Junge gewesen. Er liebte alle Tierwesen, verachtete jene Menschen, die Tierwesen als ein Ding oder etwas Seltsames bezeichneten. Und hatte außerdem ein großes Herz. Porpentina Goldstein war ebenfalls ziemlich, wie soll man es beschreiben, außergewöhnlich. Sie war weise und zudem Auroren, war sehr ehrgeizig, undurchschaubar und direkt. Aber auch Tina besaß ein Herz und hatte Gefühle. Hätte sie gewusst, dass der Mann mit dem Koffer voller Tieren, den sie beinahe getötet hätte, irgendwann mal ihr Ehemann werden würde, hätte sie sich totgelacht. Anfangs fand sie Newt ziemlich nervig und naiv, doch je mehr sie ihn und seine Charakterzüge kennenlernte, desto mehr mochte sie den Zauberer. Ihre erste Begegnung war, wenn man es milde beschrieb, unter dramatischen Umständen zustande gekommen. Ich muss kurz durchatmen, Leute. Tina streckte ihren Kopf in der Menschenmenge, um Newt zu entdecken, der gerade von diesem Nomad einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen hatte und sich wieder aufrichtete. Diese Gelegenheit nutzte sie aus und kam Newt mit zielstrebigen Schritten entgegen, packte ihm einen Arm und disapparierte. Damals wusste sie nicht, wieso sie es tat, doch irgendetwas in ihr war noch Auroren. Doch diese Tina gab es nicht mehr. Aber heute wusste sie, war es richtig gewesen. Denn hätte sie es nicht getan, dann wäre sie jetzt nicht glücklich verheiratet. Im nächsten Moment apparierten die beiden in einer engen Gasse zwischen hohen Backsteinwänden. Im Hintergrund hörte man immer noch die Polizeisirenen. Tina, ungläubig und außer Atem, drehte sich zu diesem sonderbaren Mann um. Wer sind Sie? Wollte sie zornig erfahren und dämpfte ihre Stimme. Tut mir leid, wich Newt ihr aus. Wer sind Sie? Drängte sie ihn. Sagen Sie einfach Ihren Namen. Newt Scamander und Sie sind... Tina ignorierte seine Frage und war wütend darauf, wie lässig er war. Was ist da? Was ist das Ding da in Ihrem Koffer? Newt verlor langsam ebenfalls die Nerven, vor allem seinen Niffler Ding zu nennen. Das ist mein Niffler, beziehungsweise mein Niffler ist da drin gewesen. Versuchte er ihr zu erklären und deutete auf ihre Lippe. Entschuldigung, Sie haben da etwas Senf an Ihrer Lippe. Begann er verlegen, wurde allerdings von Tina unterbrochen. Wieso in Delarians, Danes Namen, haben Sie ihn freigelassen? Das war nicht meine Absicht, aber wenn er etwas Glitzerndes sieht, dann gibt es keinen Halt mehr. Nicht Ihre Absicht? Forschte sie nach und musste ihr Temperament im Zaum halten. Nein, konterte Newt. Sie hätten sich keinen schlechteren Zeitbuch dafür aussuchen können, fuhr sie ihn an. Sie hatte nun endgültig die Kontrolle über ihre Gefühle verloren. Wir sind ja mitten in einer Krisensituation. Ich muss sie mitnehmen. Was? Nein! Und wohin nehmen Sie mich mit? Tina zog ihren offiziellen Ausweis hervor. Darauf war ein sich bewegendes Foto von einer jüngeren Tina und das beeindruckende Symbol eines amerikanischen Adlers abgebildet. Marcosa. Ich nehme Sie mit zum magischen Kongress von Amerika. Newt antwortete nervös. Sie arbeiten für die Marcosa. Was sind Sie, so eine Art Ermittlerin? Tina zögerte, sie war keine Auroren mehr. Ja. Aber um den Nomad haben Sie sich gekümmert, oder? Hackte Tina hartnäckig nach. Den was? Den Nomad, versuchte Tina sich zu erklären, nun zusehend verärgert. Den Nichtmagischen, den Nichtzauberer! Ach so, tut mir leid, wie nennen Sie Muggel? Entschuldigte sich Newt.
Tina wurde mit jeder Sekunde zunehmend besorgter und hatte keinerlei Zweifel mehr daran, dass er für eine bessere Sache kämpfte, also einer von Grindelwalds Anhängern war. Sie haben doch sicher seine Erinnerung gelöscht, oder? Von den No-Match mit dem Koffer. Gab Nüff verlegen zu. Ich muss sie mitnehmen. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 3a. Ich muss sie auf der Stelle mitnehmen. Tina packte Nüff erneut am Unterarm und disapparierte. Ja, das war das erste Kapitel von der Fanfiction und auf jeden Fall lasst ein Like und ein Abo da, wie schon gesagt, und auf jeden Fall schreibt in die Kommentare, ob ich das die Fanfiction weiterschreiben soll oder so. Und Leonie, wenn du das Video siehst, dann schreib auch in die Kommentare, was du davon hältst, ob ich zu schnell gelesen habe oder so. Und damit sage ich Ciao mit V, bis zum nächsten Kapitel.